Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Nabla-Adventskalender. Den habe ich hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kam jetzt gerade von Purish bei mir an, denn den bekommt ihr auch bei Purish. Der kostet 149,90 €. Aber mein Code CLAUDISWELT15 gilt auf diesen Adventskalender, sodass ihr den für 127,41 € bekommen könnt. Schaut dazu gerne in der Infobox vorbei und wenn ihr meinen Code verwendet oder auch den Link, dann supportet ihr mich, weil das ist affiliated. Und ja, genau, hier haben wir dann einmal den Adventskalender, beziehungsweise ist es ein 12-Tage-Kalender, den du dann quasi nach der Weihnachtszeit verwenden kannst oder du machst ihn auch in der Weihnachtszeit auf, wie du möchtest. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil wir haben hier Produkte im Wert von, ich glaube, 267 € mit dabei, alles Full Sizes und das Ganze startet tatsächlich auch mit dieser wunderschönen Metallkiste. Da war ein Karton drumherum, den hat sich Julius aber schon geschnappt, den kann ich leider nicht mehr zeigen, der gehört jetzt ihm. Der hat nämlich so schön geglitzert. Genau, und ja, hier haben wir aber diese Metallkiste, die ich auch wundervoll finde, weil du die auch toll weiterverwenden kannst. Die kann man aufmachen und hier haben wir dann die Produkte drin, also das ist richtig cool, das ist, ja, sind Boxen, ne? Boxen in einer Metallkiste. Ich weiß nicht, möchtet ihr das im Hintergrund sehen oder die Produkte? Ich glaube eher die Produkte, oder? Dann würde ich jetzt nämlich einfach mal mit der Nummer 1 starten. Die habe ich in dieser Box. Oh ja, und hier haben wir ein Produkt drin, was, also ich habe ein paar Nabla-Produkte eben schon in meinem Gesicht aufgetragen, in weiser Voraussicht. Hier habe ich von Nabla die Vigis Mascara Volume and Definition. Die ist einfach wundervoll. Ihr findet diese Mascara übrigens auch im Purish Adventskalender. Da könnt ihr nicht drauf sparen, den gibt es für 119,90 €, glaube ich. Ja, auch dazu ein Link in der Infobox. Einer der besten Adventskalender, finde ich persönlich dieses Jahr. Der ist richtig toll gestaltet. Und das hier ist meine liebste Mascara, ne? Und das vollkommen mit Sinn und Verstand. Die habe ich auch heute auf meinen Klimperwimpern drauf und ich finde sie einfach überragend. Ich habe hier meine, dass ich euch die auch einfach mal geöffnet zeigen kann. Das ist dieser wunderschöne Panther und allein diese Mascara hat ja schon einen Wert von 23,90 €, ne? Dementsprechend hast du hier schon mal ganz gut was gespart. So schaut das Bürstchen aus. Man muss sich da manchmal ein bisschen mit anfreunden, sage ich immer dazu. Das Ganze muss ich eingrooven, aber wenn du es dann halt raus hast, dann machst du richtig krasse Sachen mit deinen Wimpern und es macht einfach Freude. Ich kann es nicht anders sagen und es war so klar, dass diese Mascara auch in dem Adventskalender drin ist, weil die einfach fantastisch ist, ne? Die gehört hier auch mit rein. Und einen Adventskalender mit einer Mascara zu starten, links, rechts, oben, unten, ist immer eine gute Idee, finde ich persönlich. Weiter geht die wilde Reise am 2. Dezember. Oh, da lässt sich das Büchslein einfach so öffnen und ich kann das Produkt so rausnehmen. Das ist der Angel Aura Primer. Auch den habe ich heute natürlich auf meinem Gesicht. Den habe ich eben auch schon aufgetragen. Der gibt einen schönen Glow und hat gleichzeitig auch noch pflegende Inhaltsstoffe. Und das hier ist meiner. Das ist in einer wunderschönen, sehr hochwertigen Verpackung. Das sollte es auch sein bei 29,90 €, was das Produkt ja auch kostet normalerweise. Und du hast hier unten halt Milchglas, ne? Hier oben, da ist das ein Pumper. Ich kann es euch ja auch einfach mal so zeigen. Das ist jetzt das Praktische, ne? Wenn ich viele der Produkte einfach schon kenne und auch in Anwendung habe, kann ich euch die Produkte swatchen, die Konsistenzen zeigen. Und der zieht auch schön in die Haut ein, hinterlässt aber, hinterlässt einen tollen Glow. Ist nicht so super klebrig oder sonst irgendwas. Foundation hält darauf fantastisch. Also ich habe noch keine Foundation gefunden, meines Wissens nach, wenn ich mich richtig erinnere, die nicht auf diesem Primer hält. Und das spricht definitiv für den Primer. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und da bin ich sehr gespannt. Ich denke, in diesen leichten, schmalen Dingern, genau, werden Cupid's Arrows drin sein. Und hier habe ich den Full Color Stylo, ja, den Cupid's Arrow halt in der Farbe Black. Das ist einfach ein ganz klassisches Schwarz. Das schaut so aus und ist halt so ein, ja, im Prinzip ist es ja ein dicker Kajal, den du aber auch anspitzen kannst, ne? Zum Herausdrehen. Also hier hinten ist, glaube ich, genau, hier ist ein Anspitzer auch immer hinten mit dran. Und hier haben wir dann das Produkt drin. Das schaut einmal so aus. Und ich persönlich finde, dass das so mit die besten Kajalstifte sind, die es gibt. Ich bin ja nicht so der Ultra-Kajal-Fan, aber entweder ist es halt wirklich von Ultra-High-End-Marken wie Urban Decay oder By Terry, wo ich zugreifen würde, weil die halt auch bei mir halten, sowohl auf der Wasserlinie als auch, da hat Jenny von Jenny's Highlights mal einen ganz coolen Look gemacht, den ich auch super gerne nachschminke. Also die macht hier außen so richtig eine ganz
also einen Strich halt und mach dann hier auch einen Strich und das verblendet die dann, ne? Und das kannst du mit diesen Cupid's Arrows richtig toll machen. Die gibt es ja in allen möglichen Farben, auch in diesen ganzen Pastelltönen und so weiter. Und hier haben wir schon mal das klassische Schwarz drin. Hier haben wir die Nummer 4. Richtig cool. So einen habe ich noch gar nicht. Von diesen Matte Pleasure Full Color Longwear Matte Lipsticks von Nabla habe ich hier die Farbe Karma Red. Ist natürlich richtig geil, ne? Also so ein richtig schönes Weihnachtsrot. Ich habe das jetzt auch schon bei manchen gesehen in Anwendung und musste sagen, es sah jedes Mal einfach fantastisch aus. Die Verpackung ist super hochwertig. Ich glaube, Nabla kommen die aus Italien oder so. Ich meine schon, ne? Und das hier ist, ja, ein wunderschöner Rotton. Ich kann das jetzt ja auch mal direkt hier auf meiner Primerhand, die ist ja jetzt eh in Verwendung, sag ich mal dazu, swatchen, weil den Ton werde ich definitiv behalten. Und so schaut das aus. Sehr satt. Sehr, 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 sehr schöne Farbe. Das ist jetzt nicht so ein Knallerot, wie das, was ich zum Beispiel auf den Lippen habe. Aber das kann ich mir auch einfach super schön vorstellen, ne? Zu so einem Look, den ich heute auch trage. Hoffentlich ist da auch was von... Ja, das, die Palette ist hier, ne? Das habe ich auf dem Produktbild gesehen. Die Palette ist hier drin. Ich weiß nur noch nicht wo. Genau, hier ist auf jeden Fall der Lippenstift. Finde ich wunderschön. Richtig geil. Also ich bin eigentlich gar kein Fan von so richtig matten Produkten, ne? Von richtig matten Lippenprodukten. Aber das hier feiere ich. Okay, der 5. Dezember war so groß, dass ich dachte, naja, da könnte vielleicht eine Lidschattenpalette drin sein. Nö, das ist der Close-Up Lip Shaper in der Farbe Nude 4,5. Den habe ich noch gar nicht und deswegen freue ich mich, ihn jetzt in meiner Sammlung begrüßen zu dürfen. Das sind auch sehr, sehr gute Lip Liner. Also ich vergesse oft Lip Liner zu verwenden, aber zum Beispiel jetzt, ich habe jeden Tag Lip Liner drauf, wenn ich Videos drehe und der passt ja mal richtig gut zu dem, was ich jetzt hier auf meiner Hand auch schon geswatcht habe. Mega, also sehr, sehr haltbar. Die kannst du auch solo tragen. Da musst du nicht unbedingt einen Lippenstift zu verwenden. Du kannst da auch theoretisch einen Lipgloss drüber machen oder so. Ja, das passt wie sonst was, ne? Das passt wie Poppes auf einmal. Und ja, eine wunderschöne Farbe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das hübsch. Hat einen leichten bräunlichen Einstich. Finde ich gut. Mal gucken, wie gerade Erwin so ist, ne? Das, mal gucken. Ich habe jetzt ganz gerade drauf gestellt. So, jetzt habe ich hier den 6. Dezember oder die Nummer 6. Oh ja. Hier ist auf jeden Fall das einmal ausgepackt. Sieht auch richtig, richtig schön aus und mag ich sehr, sehr gerne. Das ist echt, ne, das Einzige, was mich hier dran stört, ist, dass man das halt nicht zudrehen kann und dass du hier nicht einen Puffel oder sonst irgendwas drauf hast. Aber ich mag's. Also ich kann das jetzt auch mal einfach mit dem Finger aufnehmen und euch zeigen. Ein sehr, sehr schönes, nicht weißelndes Setting Powder, was sehr, 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 sehr angenehm ist. Wenn ich das hier mal auf den Primer drauf mache, dann seht ihr auch glaube ich, ganz gut den Effekt, weil das natürlich auch ein bisschen abmattieren wird. Mal so drauf gemalt, ne? Weil ansonsten ist Puderswatchen ja immer schwierig. Das ist jetzt ja quasi in der Mitte drauf. Da sieht man, dass alles irgendwie am Glowen ist, außer der Streifen, wo ich jetzt das Puder aufgetragen habe. Aber es ist nicht irgendwie so totmatt und das gefällt mir halt auch, ne? Also das ist ein ganz, ganz angenehmes Puder. Sehr empfehlenswert und sehr cool, dass es hier auch in dem Adventskalender drin ist. Weiter geht die wilde Reise mit der Nummer 7. Und da habe ich hier auch von den Cupid's Arrows einen in der Farbe Arrow Nummer 5. Das ist einmal dieser hier. Ein wunderschönes Braun. Mag ich gerne, gerne leiden. Ich mache das einfach mal so schräg, sowohl auf dem Puder als auch auf dem Nicht-Puder, dass ihr einfach die Farbe so seht. Ja, keine Ahnung, warum ich das jetzt so gemacht habe. Einfach darum. Einfach weil. Und du kannst die am Anfang noch richtig schön so verblenden, dass du das auch theoretisch so als Mono-Augenlook verwenden könntest oder als ausgeblendeter Eyeliner zum Beispiel, ne? Und nach einer gewissen Zeit settet das sich und dann ist es einfach fest. Aber du hast noch genug Zeit, um das zu verblenden, aber es ist nicht zu viel Zeit, sodass das irgendwie smatschen würde oder so. Also ich mag das sehr gerne und freue mich darüber, jetzt auch eine neue Farbe bei mir zu haben. Wow, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und das macht sie auch. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Produkt. Ich habe es bislang noch nie ausprobiert, einfach weil ich gedacht habe, oje, oje, jetzt werde ich es mal ausprobieren. Hot to be Hot, das ist dieses Viper Lip Plumping Produkt, was du dir halt im Prinzip drauf machst, während du dich schminkst und bevor du dir die Lippen schminkst. Das soll halt so einen richtigen Plumping-Effekt geben und das soll irgendwie durch Wärme passieren. Ich habe es jetzt das erste Mal in den Händen und bin sehr ehrfürchtig. Oh mein Gott, also das sieht sehr, sehr schön aus, wie man das halt von Nabla auch gewohnt ist. Sehr hochwertig, sehr edel, auch mit dieser Schlange drauf. Das feiere ich, finde ich wunderschön. Und hier ist dann das, wo das Produkt rauskommt. Das dreht man dann. Achso, kann ich euch auch zeigen.
Ich swatch das mal und kann ja an meiner Hand einfach mal testen, wie heiß das so ist. Wie lange muss man denn da drehen? Mache ich da was verkehrt? Oder kommt das gleich hochgeschossen und dann ist hier alles voll? Nee, da kommt was. Seht ihr das? Es kommt langsam hoch. Und da ist das Produkt. Und das gibt man sich dann quasi auf die Lippen. Aber ich mache das mal hier so ein bisschen drauf. Okay, das ist sehr, sehr, ja, wie ein Lipgloss halt, ne? Okay. Ja, und das wirkt dann quasi. Ich meine, jetzt wird sich nicht mein Arm vergrößern. Das wäre jetzt etwas merkwürdig. Ich kann mal, also wir gucken jetzt einfach mal weiter, ne? Ob ich das jetzt spüre oder nicht. Ich verwende halt immer, während ich mich schminke, wenn ich so meine Foundation und so weiter, die ganzen cremigen Texturen aufgegeben habe, verwende ich eine Lippenpflege. Und da kann ich mir vorstellen, sowas dann alternativ zu verwenden, weil das dann ja auch die Lippen halt entsprechend vorbereitet. Oh, in der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas freuen. Das finde ich richtig gut. Also, das habe ich leer gemacht dieses Jahr in meinem Project Pen und jetzt habe ich es wieder da. Das Two Reasons Cream Color and Glassy Balm for Cheeks and Lips in der Farbe Soft Nude. Es ist natürlich super schwer, da die richtige Farbnuance für die Person zu treffen, die den Adventskalender auspackt. Ne? Du hast einfach bei diesen Two Reasons auch mittlerweile, ich glaube, vier unterschiedliche Farben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieser Soft Nude Ton mir persönlich sehr universell auch rüberkam. Also ich fand den toll und kann ihn deswegen halt auch voll empfehlen und finde es auch gut, dass sie genau diesen Ton gewählt haben. Du hast jetzt zwei verschiedene Fännchen drin. Einmal hast du halt diese Blushfarbe, diese Soft Nude und auf dieser Seite hast du ja wirklich nur einen Balsam. Ich habe keine Ahnung, was genau man hiermit anstellen soll. Ich finde, der gibt jetzt nicht so die ultimative Lippenpflege oder sowas, deswegen habe ich den einfach auch nicht wirklich verwendet, ne? Aber den Blush habe ich verwendet und der war so toll, hat sich schön einarbeiten lassen, hat auch wirklich ein schönes Ergebnis gemacht, also das ist ein ganz, ganz toller Cream Blush und auch noch in einem wunderschön hochwertigen Verpackungsdesign, macht Sinn, den in einen Adventskalender reinzugeben. Und das ist, glaube ich, auch der erste Adventskalender, den Nabla überhaupt mal rausgebracht hat, ne? Also ich würde sagen, so ein bisschen spüre ich dieses Viper-Gedönsen, aber das ist jetzt nicht so, als würde mir mein Arm wegbrennen. Nö. In der Nummer 10 darf es jetzt mit etwas richtig Coolem weitergehen. Und zwar ist es ein Foundation-Pinsel. Habe ich jetzt hier gerade nicht, deswegen habe ich gar nicht dran gedacht, dass sie das ja auch mit reinpacken könnten. Sonst hätte ich eben meinen Pinsel auch geholt, aber so zeige ich euch den. Der ist so toll. So, so toll. Damit kannst du richtig gut Foundation halt einarbeiten und auftragen. Aber auch diese Creamy Textures, also zum Beispiel den Blush kannst du damit so gut auftragen, den Cream Blush, ne? Oder Liquid Bronzer, Liquid Highlighter, das ist optimal dafür. Oder du verwendest den im trockenen Zustand für unter den Augen. Da hat Nabla eigentlich auch in diesem Pinselset noch einen separaten Pinsel für, aber auch der eignet sich da echt gut für. Also, ne, und hat eine richtig gute Qualität und fühlt sich super weich an. Und solltet ihr theoretisch Bock auf einzelne Produkte aus diesem Adventskalender haben, habe ich noch diesen Monat Claudis Welt 20 als Code für euch. Damit könnt ihr auf alles, außer auf Adventskalender halt, 20% Rabatt bekommen. Aber natürlich auch noch ganz viele andere Marken. Also wie gesagt, tobt euch da gerne aus, wenn ihr möchtet. Das ist auf jeden Fall ein tolles Produkt für einen Adventskalender. Vor allem auch in Kombination mit dem Blush hier reingepackt oder auch mit dem Puder und so, finde ich toll. Das ist ein Balanceakt hier hinter mir. Oha, wir haben ja nur noch zwei Kläppchen. Und das ist halt die traurige Geschichte bei einem 12-Kläppchen-Adventskalender, ne? Du hast nur 12 Kläppchen. Das ist die Erkenntnis des Tages. Ein 12-Kläppchen-Adventskalender hat nur 12 Kläppchen. Oh, am 11. haben wir hier, oder im 11. Kläppchen, ein Beyond Jelly drin. Die sind so toll. Und ich habe hier eine Farbe, die ich noch gar nicht habe. Dea oder Dir. Und das sind so ganz schlüpfrige Namen, die so haben. Ne? Und Libido und Nocturus und so weiter. Und den Ton habe ich noch gar nicht. Während wir hier ja einen sehr, sehr matten hatten, haben wir hier ein Beyond Jelly. Also wirklich ein Jelly-Produkt, ein glänzendes Produkt. Ein, ich bin quasi so ein Zwischending zwischen Gloss und Lippenfarbe. Wunder, wunderschön. Also die sind so hübsch auf den Lippen. Ich bin mal gespannt, ob das auch zu dem Lip Liner passen würde. Ja, tatsächlich. Das passt. Also das könnte man in Kombi verwenden. Wobei du zu den Beyond Jellies eigentlich keinen Lip Liner benötigst, ne?
Aber ich mag die Farbe. Jetzt kommen wir zum Herzstück. Und da ist dann ja auch die Palette drin, genau, die ich gerade auf den Augen trage. Das ist die Side-by-Side Nude Palette. Das ist dieses wunderschöne Schmuckstück. Und die ist einfach wunderbar. Es ist eine Palette, die du einfach super als Alltagspalette verwenden kannst, aber auch als Palette für Abendlooks. Ne? Also das ist jetzt hier meine, mit der ich auch diesen Look geschminkt habe. Auf Instagram mache ich dieses Einkläppchen in einer Minute aus einem Adventskalender. Und da habe ich sowohl den Primer euch gezeigt, als auch die Mascara. Und der Augenlook wird auch dort zu finden sein oder kommt bald. Mal gucken, ich wollte jeden Tag ein Reel einfach dazu mal posten. Und ja, das ist halt meine Palette. Und ich finde sie, also du hast hier auch einen großen Spiegel mit drin, was ich auch sehr praktisch finde. Du hast hier tolle Töne drin enthalten. Also es ist eine wunderschöne Nude-Palette, man kann es nicht anders sagen. Du hast hier unten halt auch noch so diese Grautöne, was ich sehr speziell finde. Das hat nicht jede Nude-Palette mit dabei. Trotzdem hast du hier oben auch noch so was Rosanes. Ne? Ansonsten sind wir hier sehr warm, aber auch neutral unterwegs mit klasse Schimmertönen. Ich kann euch zum Beispiel diesen speziellen Ton Love Ritual einfach mal swatchen, weil der kommt im Pfännchen nicht so raus, wie er in Real Life ist. Also der ist extrem toll. Ich glaube, das hat sogar was Duochrome-mäßiges mit dabei, wenn ich mich nicht irre. Ne? Man sieht es jetzt hier auf dem Finger ein bisschen. Und wenn man das in der Handinnenfläche swatcht, dann siehst du da halt nochmal so ein bisschen mehr dieses Farbspektrum, was sich dem Ganzen dann auch noch, ne, bietet. Aber guckt euch das mal an. Ne? Ich finde es ziemlich abgefahren, dass sie diese Palette auch mit reingenommen haben. Eine richtig gute Nummer 12 in diesem Zusammenhang. Mal gucken, so. Ja, jetzt seht ihr auch quasi, was insgesamt drin ist. Ist aber auch bei Purish abgebildet. Und hier haben wir dann einmal den kompletten Adventskalender geöffnet. Ich mache jetzt hier mein hübsches Metallschächtelchen mal zu. Also total praktisch, weil du kannst es weiterverwenden. Es ist wirklich hochwertig, ne? Mag ich sehr gerne. Und ich muss sagen, dass Nabla hier einen wundervollen Adventskalender rausgebracht hat. Natürlich wäre es für uns alle cooler gewesen, wenn die einen 24-Tage-Adventskalender gemacht hätten. Was jetzt bei so einer High-End-Marke immer etwas schwierig ist, weil du da natürlich die preislichen Möglichkeiten nicht ganz so hast. Ne? Und deswegen finde ich es okay, dass die halt erstmal mit einem 12-Tage-Adventskalender gestartet sind, um sich mal so ein bisschen in dieses Game reinzutasten. Und ich finde, dass sie den auch ganz okay gemacht haben. Wie gesagt, ich persönlich hätte in diesem Adventskalender dann nur einen von den beiden Cupid's Arrows gesehen. Wahrscheinlich eher den braunen, um ehrlich zu sein. Und auch einen von den beiden Lippenprodukten, da wahrscheinlich tatsächlich eher den matten. Und dann die beiden Produkte ersetzt, vielleicht mit einem Augenbrauengel und vielleicht den Ozone, den Skin Glazing Highlighter. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen, oder? Also die beiden Produkte hätte ich, wie gesagt, so ersetzt. Aber wer bin ich, um das beurteilen zu können? Schreibt mir aber gerne auch eure Ideen und Wünsche in die Kommentare. Ich weiß, dass sowas auch gerne von den Firmen gelesen wird, um sich da halt auch Anregungen zu holen. Ihr Lieben, das wäre es ja gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.